Ich vermisse Riley. Ich vermisse sie so sehr, dass es mir fast körperlich wehtut. So wie ich Sabine sagte, dass Damon nicht zum Abendessen kommen würde, womit ich bis 7:50 gewartet habe, als feststand, dass er nicht auftauchen würde, setzten die Fragen ein. Und sie hörten für den Rest des Wochenendes nicht mehr auf, denn sie fragte immer weiter. »Was ist los? Ich weiß, dass irgendetwas los ist. Wenn du doch mit mir sprechen würdest, warum erzählst du es mir nicht? Ist etwas mit Damon? Habt ihr euch gestritten?« Und obwohl ich mit ihr gesprochen habe, beim Abendessen habe ich es irgendwie geschafft, genug zu essen, um sie davon zu überzeugen, dass ich ganz bestimmt keine Essstörung habe, und versucht habe, ihr beizubringen, dass alles in bester Ordnung sei, Damon lediglich zu tun habe und ich übermüdet sei, nachdem ich eine so lange, lustige Nacht bei Heaven verbracht hätte. Es war offensichtlich, dass sie mir nicht glaubte, oder zumindest nicht die Behauptung, dass es mir bestens ginge. Dass ich bei Heaven übernachtet habe, hat sie allerdings anstandslos geschluckt. Stattdessen bohrte sie immer wieder nach, dass es doch eine bessere Erklärung für mein ständiges Seufzen und meine Stimmungsschwankungen geben müsse. Wenn man sich ansah, wie ich von melancholisch über manisch zu missmutig und wieder zurückwechselte. Doch obwohl ich ein schlechtes Gewissen dabei hatte, sie anzulügen, blieb ich bei meiner Geschichte. Irgendwie erleichterte mir das die Sache, dass Sabine zu belügen es einfacher machte, mich selbst zu belügen. Denn ich habe Angst, wenn ich die Geschichte weiterzähle und Erklärungen abgebe, während mein Herz sich weigert, es zu glauben und mein Kopf sich dennoch mit der Frage quält, ob er mich absichtlich hat sitzen lassen, könnte alles erst endgültig wahr werden. Wäre Riley noch hier, wäre alles anders. Ich könnte mit ihr reden und ihr die ganze schreckliche Geschichte von vorn bis hinten erzählen. Sie würde mich nicht nur verstehen, sie würde auch die Antworten finden. Dass sie tot ist, ist wie ein universeller Passierschein, mit dem sie Zutritt hat, wo immer sie auch hin will, einfach indem sie daran denkt. Kein Ort bleibt ihr verwehrt, der ganze Erdball ist ein Spielplatz für sie. Und ich habe keinerlei Zweifel daran, dass sie wesentlich mehr herausfände, als ich mit meinen panischen Anrufen und meiner Herumfahrerei. Denn letztlich hat all meine planlose, stümperhafte, ineffektive Sucherei nur zu einem geführt, zu nichts. Und so bin ich am Montagmorgen immer noch genauso ahnungslos, wie ich es am Freitagabend war, als alles losging. Und ganz egal, wie oft ich auch Miles oder Heaven anrufe, ihre Antwort bleibt immer die gleiche. Nichts Neues, aber wir melden uns, wenn sich irgendetwas tut. Wenn Riley hier wäre, hätte sie den Fall in 0, nichts aufgeklärt. Sie würde für schnelle Ergebnisse und erschöpfende Antworten garantieren und könnte mir genau sagen, was los ist und wie es weitergeht. Doch ich muss mich damit abfinden, dass Riley nicht hier ist. Und obwohl sie mir noch Sekunden, bevor sie gegangen ist, ein Zeichen versprochen hat, zweifle ich langsam daran, ob es je kommen wird. Und vielleicht, nur vielleicht, ist es an der Zeit, dass ich zu suchen aufhöre und mit meinem Leben weitermache. Ich schlüpfe in eine Jeans, schiebe die Füße in ein paar Flipflops und ziehe erst einen Tanktop und darüber ein langärmeliges T-Shirt an. Doch gerade als ich zur Tür hinausgehen und zur Schule fahren will, drehe ich mich noch einmal um und schnappe mir mein iPod, den Kapuzenpulli und die Sonnenbrille, da ich auf das Schlimmste vorbereitet sein muss, denn ich weiß ja nicht, was mich erwartet. »Hast du ihn gefunden?« Ich schüttle den Kopf und sehe zu, wie Miles in mein Auto einsteigt, seine Tasche zu Boden fallen lässt und mir einen mitleidsvollen Blick zuwirft. »Ich habe versucht, ihn anzurufen«, sagt er und strafft sich das Haar aus dem Gesicht. Seine Fingernägel sind nach wie vor leuchtend pink lackiert. »Ich wollte sogar bei ihm zu Hause vorbeifahren, aber ich bin nicht am Tor vorbeigekommen. Und glaub mir, mit Big Shayla legt man sich lieber nicht an. Sie nimmt ihren Job sehr ernst.« Er lacht, in der Hoffnung, die Stimmung aufzulockern. Ich zucke nur die Achseln und wünsche mir, ich könnte in seinen Lachen mit einstimmen. Doch ich kann nicht. Ich bin seit Freitag mit den Nerven am Ende, und dagegen hilft nur, Damon wiederzusehen. »Mach dir doch nicht so viele Sorgen«, sagt Miles und wendet sich mir zu. »Bestimmt ist ihm nichts passiert. Ich meine, es ist schließlich nicht das erste Mal, dass er verschwunden ist.« Ich sehe ihn an und spüre seine Gedanken, ehe die Worte seinen Mund verlassen.
Ich weiß, dass er auf das letzte Mal anspielt, damals, als ich Damon fortgeschickt habe. Das war anders, glaub mir, das war etwas völlig anderes. Wie kannst du dir da sicher sein? Sein Tonfall ist abwägend und er lässt mich nicht aus den Augen. Ich hole tief Luft und starre auf die Straße, während ich mich frage, ob ich es ihm sagen soll oder nicht. Ich meine, ich habe so lange nicht mehr richtig mit jemandem gesprochen, mich so lange keinem Freund und keiner Freundin mehr anvertraut. Und wenn man all diese Geheimnisse unter Verschluss halten muss, fühlt man sich manchmal ganz schön einsam. Ich sehne mich danach, diese Last abzuschütteln und wieder zu schwatzen wie ein ganz normales Mädchen. Ich mustere Miles und bin mir sicher, dass ich ihm vertrauen kann, aber überhaupt nicht sicher, ob ich mir selbst vertraue. Ich bin wie eine Limodose, die heruntergefallen und geschüttelt worden ist. Und jetzt sprudeln alle meine Gedanken an der Oberfläche. »Alles klar?« fragt er und musterte mich aufmerksam. Ich schlucke schwer. »Am Freitagabend, nach deinem Auftritt.« Ich halte inne, da ich weiß, dass ich jetzt seine geballte Aufmerksamkeit habe. »Also, wir hatten sozusagen Pläne gemacht.« »Pläne?« »Große Pläne.« Ich nicke und ein Lächeln umspielt meine Lippen, das auf der Stelle wieder erstirbt. »Wie groß?« fragt er und sieht mich weiterhin unverwandt an. Ich schüttelte den Kopf und schaue auf die Straße vor mir. »Ach, nur ein ganz gewöhnlicher Freitagabend. Du weißt schon, ein Zimmer im Montage, neue Dessous, mit Schokolade überzogene Erdbeeren und zwei Sektkelche.« »Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst!« Ich sehe ihn an und verfolge, wie seine Miene ernst wird, als er die Wahrheit begreift. »Oh Gott, ich meine, dann habt ihr es also nicht getan? Ihr seid ja gar nicht so weit gekommen, weil er...« Er starrt mich an. »Oh Eva, das tut mir so leid.« Ich zucke mit den Achseln und sehe die Verzweiflung, die ich empfinde, auf seiner Miene wiedergespiegelt. »Hör mal«, sagt er und greift nach meinem Arm. Als ich an einer Ampel anhalte, zieht die Hand aber wieder weg, so wie ihm einfällt, dass ich es nicht mag, von jemand anders als Damon berührt zu werden. Allerdings weiß er nicht, dass es nur deshalb so ist, weil ich jedem unerwünschten Energieaustausch unbedingt aus dem Weg gehen will. »Eva, du bist super hübsch, ehrlich. Ich meine, vor allem jetzt, seit du nicht mehr diese unförmigen Kapuzen-Sweatshirts und diese ausgebeulten...« Er schüttelt den Kopf. »Jedenfalls bin ich mir absolut sicher, dass Damon dich unter keinen Umständen freiwillig sitzen lassen hat. Ich meine, geben wir es doch zu, der Typ ist total verliebt in dich. Das sieht einfach jeder. Und glaub mir, so wie ihr zwei ständig am Knutschen seid, hat das auch jeder mitgekriegt. Es ist völlig ausgeschlossen, dass er sich aus dem Staub gemacht hat. Ich würde ihn gerne an Romans Behauptung erinnern. Er hätte Damon davonrasen sehen und ihm erzählen, dass ich das schreckliche Gefühl habe, Roman habe etwas damit zu tun. Doch gerade als ich es aussprechen will, merke ich, dass ich das nicht kann. Ich habe keinerlei Anhaltspunkte dafür, keinerlei Beweise.«